Wir sind zurück in der Joy Zone und fragen uns jetzt, wie soll oder muss sich die Schweiz in Zukunft verändern beim Thema Asyl? Und da könnt ihr in den Chat hineinschreiben, habt ihr schon ganz einen Haufen gemacht. Ich gehe wieder zu den Chat-Ladies und frage Johanna, sag uns zwei, drei Kommentare, die reingekommen sind. Rahel findet, die Asylsuchenden können gar nicht arbeiten, haben kaum Geld, wie sollen sie sich dann integrieren? Und der Raphael fragt, wo die Flüchtlinge dann hin sollen, wenn man mehr als 500 aufnimmt oder 500. Und der Dario sagt, Asylsuchende müssen nicht integriert werden, denn das ist nicht Sinn und Zweck des Asylwesens. Gut, krasse Aussage. Geben die vielleicht so weiter, Knack. Ja, also was mir einfach jetzt im letzten Part vor der Werbung hat, denkt, dass da einer immer geredet wird, ja die echten Asylbewerber, die wollen wir schützen und die schlechten, gegen die sind wir. Aber seien wir doch mal ehrlich, Jungs. Wenn ich eure Sachen anhöre, wenn ich ein bisschen surfe auf euren Seiten, ist es eigentlich klar, was ihr wollt. Ihr wollt einfach gar keine Ausländer in der Schweiz. Seid ehrlich, es ist Ausländer diskriminierend, was ihr macht. Und dann ist es auch klar, dass ihr 500 Asylbewerber schon zu viel findet, aber ja. Mittlerweile lenkt er sich schon an den Kopf hin, der Marco Cilio, und schüttelt ihn. Du hast, glaube ich, unbedingt etwas, das loswerden willst. Also das ist Unfug. Also was du jetzt erzählst, ist seich. Ja, ich darf auch mal. Wenn du schaust, du hast jetzt auf Ausländer grundsätzlich aufgelegt, oder? Wenn du schaust, der Ausländeranteil Europa oder weltweit, wie die Schweiz steht. Ich frage dich nach deiner Einstellung. Ich bin selber Italiener. Ja, das ist ein Brasilianer. Was ist doch wirklich? Wenn du sagst, wir wollen grundsätzlich keine Ausländer. Das ist deine Ausrede, sorry. Mit dem Italiener. Das ist deine Ausrede, um gleich auch ein bisschen rassistisch dürfen. Nein, wieso? Nein, absolut nicht. Doch. Fragen wir noch den Edu, du bist auch vorher erwähnt worden. Einfach schnell, weil er gesagt hat, wegen ausländerfeindlicher Politik, die wir betreiben. Ich frage mich einfach, wieso als die SVP laut Bundesamt für Statistik die Partei ist, die am meisten Ausländer hat, Mitglieder. Das frage ich mich. Wenn wir eine ausländerfeindliche Politik machen, warum haben wir am meisten Ausländer in unserer Partei? Es geht nicht um Ausländer oder Schweizer, es geht um ein Denkschema. Und ihr müsst jetzt so reagieren. Ihr seid die diesen Unterschied immer so für streichen. Es geht um ein Denkschema von einer realpolitischen Einstellung. Wir bringen zum Beispiel, wenn du uns vorwärst, wir werden gar keine Ausländer, dann sage ich dir zum Beispiel die Einwanderungsinitiative, wo wir ganz klar sagen, Branche und Parlament sollen festsetzen, dass wir anerkennen, dass wir Ausländer haben, sollen festsetzen, wie viel wir in welchem Bereich brauchen. Das ist gerade ein Beweis, dass es nicht so ist, dass wir keine brauchen. Wir haben ganz klar in unserem Parteiprogramm drin, dass wir uns einsetzen für die humanitäre Schweiz, für Leute, die nach Leben und Leben einsetzen. Aber jetzt kommt der grosse Unterschied zu eurer Argumentation. Wir zeigen auf, wie es könnte funktionieren. Wie? Und ihr seid einfach träumerisch und sagen, wir machen Grenzen auf und dann klappt es dann schon. Aber wie willst du das politisch regeln? Es ist nicht ein Problem, das du einfach nur mit logischen Schritten kannst regeln. Es ist ein Problem, das du musst sehen, da gibt es so viele Leute, die Hilfe brauchen. Genau, und wir müssen das gar nicht diskutieren. Wir haben genau, und denen helfen wir. Entwicklungshilfe gut, Patrick, also das klingt gut, wenn ihr sagt, ihr möchtet diesen Leuten helfen. Das ist gut, da sind wir uns allen einig. Aber es geht zum Teil nicht darum, wie jetzt auch Julia sagt, es kann auch eine Angstmacherei sein. Bitte, Julia. Ja, also ich habe immer wieder das Gefühl, bei der SVP ist sich nicht im Klaren darüber, was ihre Aussagen vor allem gerade bei Jugendlichen und auch bei anderen Leuten in der Schweizer Bevölkerung bewirkt. Weil man als Jugendlicher, man hat Angst um seinen eigenen Arbeitsplatz. Logisch, man ist neu in der Lehre, in der Ausbildung. Der Chef hat einem noch angeschraubt, man liest zu Abend 20 Minuten, steht drin, oh, Messerstecher, ausländisch. Und das führt einfach dazu, dass nach meiner Erfahrung auch, dass mega viele Jugendliche und auch andere Leute in der Schweizer Bevölkerung nicht nur rechts sind, sondern immer rechtsextremer. Es wird nicht mehr unterschieden. Es ist einfach ausländerkriminell gefährlich. Und mit diesem Vorurteil, wenn dann jemand kommt, der anders aussieht als man selber, der eine andere Kultur hat, der Mühe hat, um sich halt gerade anzupassen, weil das so eine Anpassung an jede andere Kultur geht, nicht von heute auf morgen, auch wenn sich die Leute Mühe geben. Gehen wir schnell kurz weiter. Noch eines zu dir, Bettine. Genau. Stimmt's, gell? Bettine, bitte. Genau. Wenn ich jetzt im TV Joyce mal so rumgucke, ich würde jetzt mal sagen, zu 95% sind hier Ausländer. Und das ist repräsentativ für die Schweiz. Ich meine, wir sind alle ein Staat, wo viele Wurzeln im Ausland haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir kriminell sind. Und ich finde, sie reden einfach, als wären wir Stück Objekte. Wir wären keine Menschen. Denken Sie mal dran, dass wir auch Gefühle haben vielleicht. Dass wir auch Menschen sind, dass wir auch einen Job haben wollen. Dass wir einfach nur Freunde haben wollen. Also nur das mal zum Nachdenken, mehr nicht. Wir müssen zu Lösungsvorschlägen kommen, jetzt. Ein Job und Arbeitsplatz.
Wohnraum und alles, das muss die Möglichkeit sein, um die überhaupt zu bieten. Und irgendwann sind die Möglichkeiten beschränkt. Im Moment Gott sei Dank noch nicht. Wir haben europaweit, also, noch nicht. Europaweit haben wir die kleinste Arbeitslosigkeit, vor allem die kleinste Jugendarbeitslosigkeit. Ich sage ja, uns geht es im Moment verflucht gut, aber einfach die Schranken aufmachen, einfach Grenzen aufmachen, das ist keine Lösung, weil also, dann kommen Patrick, irgendwann dann sag uns jetzt, sag uns abschließend einmal, was willst du ändern im Asylwesen mit der Asylfrage, Thema Schweiz und Asyl? Bist du zufrieden mit dem Status quo oder was muss sich geändert, oder was muss geändert werden? Es gibt noch Punkte, die wir dringend ändern müssen. Es fängt eben an bei der Geschwindigkeit der Gesuche, und zwar in dem, dass Gesuche immer wieder Einsprachen gemacht werden können. Das muss beschleunigt werden, dass ein Entscheid dann auch endgültig wird. Wir müssen bei abgelehnten Gesuchen müssen wir mit der Rückweisung, also solche, die keinen Grund haben, um ein Asylgesuch zu stellen, müssen wir mit der Rückweisung schneller vorwärts machen, gibt wieder Platz für echte Flüchtlinge. Wir müssen konsequenter beim Missbrauch durchgreifen. Wir müssen den Familiennachzug neu regeln. Und zwar strenger regeln, dass einfach die generelle Regelung, dass die engste Familie kommen kann, auch so bestehen bleibt. Im Asylgesetz steht aber drin, dass auch nähere Verwandte kommen können, wenn sie irgendwelche Gründe haben. Dort haben wir Potenzial, das wir dringend ändern müssen. Sind mögliche Vorschläge?